Harrison Fox? Sohn, ich brauche deine Hilfe. Vater, du vergisst, dass ich Rechtsanwalt bin. Der Privatdetektiv bist du. Komm, sei nett, Sohn. Du sollst mich nur schnell wohin fahren. Es dauert nicht lange. Was machst du denn hier? Ich habe mir gedacht, nach 12 Stunden Außendienst könntest du vielleicht ein Frühstück vertragen. Kannst du hell sehen? Ich könnte die ganze Styroporschachtel essen. Moment! Danke, Sohn. Pfannkuchen und Würstchen, mein Leibgericht. Harrison, du bist ein Ass. Worum geht es denn? Worum? Um nichts. Wieso? Ich mache Außendienst seit 32 Jahren. Einmal hast du mir eine Apfelsine gebracht. Dafür wolltest du ein Fahrrad haben. Also gut, ich suche jemanden, der mir einen Gefallen tut. Den suche ich auch. Und zum Beispiel einen, der da aus dem Haus kommen soll. Wen beobachtest du diesmal? Ein Untersuchungshäftling, der eine Bürgschaft blechen muss. Ich durfte ihn gestern gar nicht hineinlassen. Und warum hast du? Er ging seine Freundin besuchen. Ich dachte, er kriegt sowieso ein paar Jahre. Was spielen da ein paar Stunden für eine Rolle? Konnte ich wissen, dass die beiden so intim sind? Vater, Paul Burns kommt heute nach San Francisco und er liefert sein neues Manuskript im Verlag ab. So fix schon? Das ist ja toll. Hoffentlich kriege ich ihn mal zu sehen. Ist sein neues Buch so brisant wie das über die Generäle? Was man so hört, noch viel mehr. Ah, für dich bedeutet das etliche neue Verfahren. Ach, die Rechtsstreitigkeiten machen mir keine Sorgen, nur die Morddrohungen. Letztes Mal waren es 5 und ich fürchte, diesmal werden es nicht weniger sein. Schätze, er braucht einen Leibwächter. Oh, nein, so. Nein. Ich weiß, er ist ein Freund von dir, aber solche Sachen mache ich seit Jahren nicht. Och, Vater, es wäre doch bloß für ein paar Tage. Der Verleger liest nur rasch das Manuskript. Da kenne ich einen Kollegen, der macht das liebend gern. Track O'Malley. Oh, Mensch, nein, das ist ein nein. echter Profi. Ach, du kennst doch Paul. Der findet sich doch nie damit ab, dass ein Leibwächter ständig um ihn herumwieselt. Das ist bei dir was anderes. Dich mag er. Naja. Auf dich hält er große Stücke. Und wenn wir es etwas geschickt anfangen, dann merkt er gar nichts davon. Oh, oh. Was ist los? Das ist er. Spring an. Komm, du alte Kiste, gib dir den Geist auf. Das hat man davon, wenn man ein netter Kerl ist. Junge, diesmal entwischst du mir nicht. Verlass dich drauf. Du, entschuldige, lässt du mich wohl an der Ecke aussteigen? Später. $30 hin. Vater, Vorsicht! Ich
geht's mir schlecht. Zum Kotzen. Dauert eine Woche, ihn wiederzufinden. Also, Paul braucht einen Leibwächter? Konnten wir nicht ebenso gut ein Taxi nehmen? Wozu denn das ganze Hotel beleidigen? Dass wir abgeholt werden, gehört zum Service, Paul. Du hast wie immer recht. Ich danke Ihnen, guter Mann. Wollen Sie vorgehen? Oh, das ist also das Fillmore-Haus. Ja, Sir, herzlich willkommen. Danke. Ach, übrigens, ich hätte es fast vergessen. Mr. und Mrs. Fox erwarten Sie. Wo, hier? Ja, wo? Im Musikzimmer. Geh schon vor. Ich leg unsere nächste Million noch in den Hoteltresor. Ja, ihr habt gut lachen. Wir wären aber ohne den großen grünen Wagen an dem Abend viel zu spät im Konzert gewesen. Das wären wir. Nachdem ich 8 Stunden unterm Auspuff gelegen hatte, war ich sowieso bereit, mich mit der Platte zu begnügen. Oh, und erzähl mal die Rückfahrt nach Berkeley. Eine Katastrophe. Fast so schlimm wie die Klausuren in Mathe am nächsten Morgen und in Geologie Talbahnfahrt. Ja. Auf den grünen Wagen. Auf den grünen Wagen. Wenn ihr erlaubt, trinke ich auf meinen kleinen Studebaker aus dem Jahre 46. Natürlich. Sie haben sich in all den Jahren nicht verändert, Mr. Fox. Du ebenso wenig. Hast immer noch zu langes Haar. Und wie geht heutzutage das Detektivgeschäft? Ach, immer dieselbe Tour. Wenn du diesen Kerl mal siehst, schnapp ihn dir. Er schuldet einem Bürger eine Menge Geld. Ist ein Stoff für dein nächstes Buch. Erstmal möchte ich vom jetzigen was hören. Worauf hast du dich diesmal eingelassen, Paul? Sag's nicht meinem Anwalt weiter, aber... Aber? Es ist ein heißes Eisen. So, inwiefern? Das sagt er nicht mal mir. Ich frage schon gar nicht mehr. Sie wissen auch nicht, was er geschrieben hat? Er sagt, es sei viel zu gefährlich. Je weniger sie darüber weiß, desto besser ist es für sie. Möglich. So, mein Verleger und mein Lektor erwarten mich. Sag mal, und dein Lektor heißt nicht zufällig Judd Downing? Doch, natürlich. Es muss doch in der Berkeley-Familie bleiben. Hm? Darf ich mich anschließen? Ich habe Judd ewig nicht gesehen. Ja, gern. Das wird wie in alten Zeiten werden. Sehr gut, Vater. Ich freue mich, dass Sie mitgekommen sind, Mr. Fox, damit die Jungs nicht übermütig werden. Die Herren Lektoren, keiner braucht sie. Aha, du in erster Linie. Ich ertrage diesen Menschen nur, weil ich seinen Aston Martin ausfahren und ab und zu in seiner Villa wohnen darf. Mr. Hyde, Paul Burns ist hier. Mr. Hyde ist auch dabei? Er ist neugierig, was er für seine Millionen Vorschuss bekommen wird. Hyde von McAllister und Hyde? Der Verlagschef höchstpersönlich. Der bezahlt ihm 1 Million Vorschuss und weiß nicht mal wofür? Weiß nicht wofür. Für einen Erfolgsautor mit 2 Büchern auf sämtlichen Bestsellerlisten. Guten Tag, meine Herren. Ah, Mr. Hyde, guten Tag. Wer sind Sie? Oh, Verzeihung, das ist mein Vater, Harry Fox, Mr. Hyde. Mein Vater kennt, ich meine, Paul kennt meinen Vater seit vielen Jahren. Sie haben hoffentlich nichts dagegen, dass er hier ist. Genieren Sie sich seinetwegen? Oh nein. Dann hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Wer von Ihnen raucht hier Zigarren? Ich, verzeihen Sie. Oh nein, nicht doch. Lassen Sie. Mir hat's meine Frau verboten. Sie behauptet, davon stinke ich. Wissen Sie was? Nehmen Sie eine von meinen. Die riecht ja wundervoll. Ich danke Ihnen, Mr. Fox. Was bringen Sie Schönes mit bei uns? Das hier. Er noch wieder. Mr. Hyde, liebe Freunde, Sie alle wundern sich vermutlich, warum ich diesmal so geheimnisvoll tue. Es gibt dafür einen Grund. Dieses Manuskript ist nämlich Dynamit. Dynamit insofern, als es detaillierte Informationen über das Treiben von prominenten Familien in San Francisco enthält. Familien, die in Verbindung mit dem organisierten Verbrechen stehen. Diesmal habe ich die Mafia anvisiert. Und auch getroffen. Eine harmlose Routineüberwachung. Paul, wäre ich nicht dein Freund, würde ich sagen, du bist wahnsinnig. Wahnsinnig, aber jeden Dollar wert, um den er mich berappt hat.
Diesmal werden Sie viel zu tun bekommen, Harrison. Mehr als Ihnen lieb ist. Ja. Ich lese das Manuskript über Nacht und gebe Downing morgen früh meine Notizen. Fein. Nun bist du dran. Mach es gut. Als wenn ich das nicht immer täte und an deinen Büchern retten würde, was zu retten ist. Ach, übrigens, Mr. Fox, ich danke vielmals für die Zigarre. Warten Sie. Eine für trübe Tage. Oh, danke, ich schätze Sie. Tja, wo nun die Katze aus dem Sack ist, könnten wir essen gehen. Giotto ist doch gern bei Amadeo, ich bezahle. Ich muss diesmal passen, leider. Oh. Ich sehe euch alle später noch, tschüss. Ein schöner Aktenkoffer ist das. Ja, eine Aufmerksamkeit unseres Autors. Amadeo, ein Laden mit happigen Preisen. Hoffentlich wird dein Buch ein Erfolg. Komm. Ah, schön, dich wiederzusehen. Geht mir auch so. Doch, Kinder, nun macht euch nicht lächerlich. Ihr tut ja gerade so, als ob der Pate mir einen Zeitungspapier gewickelten Fisch schicken würde. Schau nur in die Post jeden Tag. Ach, geschenkt. Vater will damit nur sagen, Paul, dass diese Leute keinen Spaß verstehen. Dasselbe hast du bei meinem vorigen Buch auch gesagt. Es hat uns ein paar Prozesse eingebracht, die wir alle gewonnen haben. Paul, das sind keine Militärs. Die sind Totschläger mit Narben im Gesicht. Die führen keine Prozesse. Die zielen auf die Kniescheiben. Wollen Sie sagen, ich hätte lieber schweigen sollen? Natürlich nicht, aber uns wäre wohler, wenn es jemand anders geschrieben hätte. Entschuldigung, Mr. Burns. Da ist ein Anruf für Sie. Der Apparat steht im Foyer. Danke. Ich vertrete mir mal die Füße. Die Füße vertreten? Wo gerade die Suppe serviert ist? Ach, so ist das. Der besorgte Rechtsanwalt. Aber Paul, nur zur Vorsicht. Ich dachte, der Papa wäre der Nostalgie wegen dabei. Einen Leibwächter brauche ich nicht. Aber Paul, vor allem... Ich weiß es durchaus zu schätzen, wirklich. Aber ich dulde es nicht. Essen Sie Ihre Suppe, ich gehe telefonieren. Hallo? Mehr als 15 Minuten her. Ja, das ist zu lange. Lass uns gehen. Was hat die Polizei gesagt? Das, was ich erwartet habe. Vor Ablauf von 24 Stunden keine vermissten Akte mangels Indizien für ein Verbrechen. Aber die herabhängende Telefonhörer und die zerbrochene Brille auf der Erde, ist das nicht verdächtig genug in dem Fall? Kein Krankenhaus hat jemanden aufgenommen, auf den Pauls Beschreibung zutrifft. Und haben Sie sich auch in der Gerichtsmedizin erkundigt? Dieselbe Auskunft. Dieses verdammte Buch... Wen interessiert schon das organisierte Verbrechen? Nun hüte dich vor übereilten Schlüssen. Wer weiß, es hat vielleicht überhaupt nichts mit dem Buch von Paul zu tun. Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass du es glaubst. Ich bleibe heute Abend bei ihm. Ja, tu das. Josh und ich kriegen schon irgendwas zu essen. Nicht den Kopf hängen lassen. Ich werde ihn finden. Ist er das hier? Wer er? Der große grüne Wagen. Ja, das ist er. Ziemlich wilder Haufen, findest du nicht? Ja, ja. Ja, der große grüne Wagen. Hat uns treu überall rumgefahren. Stinson Beach, Big Sur, Russian River. Wir haben ihn einfach angelassen, Bob Dylan aufgedreht und ab ging die Post. Haben denn all diese vielen Leute da drin Platz gehabt? Wo denkst du hin? Das sind nur die, die vorne saßen. Der schäbige Rest von der Uni musste sich auf den Rücksitz quetschen. Ihr wart wohl als Studenten ganz schön locker drauf. Ja. Kommt mir vor wie gestern. Darf ich noch was fragen? Frag. Wer ist Bob Dylan?
Und bei der Gelegenheit hast du Paul kennengelernt? Ja, bei dem kleinen Übernachtausflug in Strawberry Canyon. Bist du da nicht noch mit Judd gegangen? Ja, zu meiner Schande muss ich es gestehen. Aber der arbeitete ja die ganze Nacht lang. Würdest du bitte rangehen? Warum ich? Bitte tu es. Ich kann es nicht. Bei Burns? Bist du, Cindy? Paul! Was ist mit dir? Cindy, ihr müsst mein Manuskript so schnell wie möglich zurückverlangen. Warum das denn? Wenn das Buch gedruckt wird, bin ich ein toter Mann. Paul, wo bist du? Donne, hol das Manuskript. Sie werden mich sonst umbringen. Hast du verstanden? Aber... Wir haben eine Fangschaltung gelegt. Für den Fall, dass er nochmal anrufen sollte. Oder die Entführer. Mehr können wir im Moment nicht tun, Harry. Es tut mir leid. Vielen Dank. Bitte sehr. Sie tun, was Sie können, aber wenn die Mafia mitmischt, haben wir einen schweren Stand. Boah, die Stimme klang völlig verstört. Geradezu verzweifelt. Wir müssen sehen, dass wir das Manuskript zurückkriegen. Schleunigst. Mr. Hyde, wir bitten doch nur darum, den Druck so lange zu verschieben, bis Paul Burns gefunden wurde. Ich verstehe Ihren Wunsch, aber ich fürchte, ich kann ihn nicht erfüllen. Und Sie haben keine gesetzliche Handhabe, den Druck zu verhindern. Viel mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Großartige Zigarre, Mr. Fox. Aber hier geht es doch um ein Menschenleben, Sir. Wir können ja wohl voraussetzen, dass Sie als Verlierer... Sie können gar nichts voraussetzen, junger Mann. Es steht nicht mal fest, dass er noch lebt. Ich muss Ihnen als ein Verleger sagen, ich habe mich mit dem Manuskript befasst. Es ist Burns bestes Buch. Mit der umsichtigen Hilfe des bewährten Lektors wird daraus der Bestseller des Jahres. Es wird doch allemal ein Bestseller. Warum wollen Sie es überstürzen? Weil jetzt der Zeitpunkt günstig dafür ist. Ist Ihnen der Name Filmatone ein Begriff, Mr. Fox? Natürlich. Der Chef der ältesten Mafia-Familie von San Francisco. Sehr richtig. Burns hat etwas Ungeheures gemacht. Er hat Vorkommnisse aufgedeckt, von denen nicht mal Martone was gewusst haben dürfte. Nun nehmen Sie den Umstand hinzu, dass nächsten Monat gegen Martone verhandelt wird. Leider nur wegen Steuerhinterziehung. Dann haben Sie das, was wir Verleger eine eingebaute Publicity-Kampagne nennen. Und Burns Leiche wäre auch eine gute Publicity? Er hat gewusst, auf was er sich einlässt. Das ist sein Risiko. Sir... Ich bin auch der Meinung, wir sollten mit dem Buch später rauskommen. Wissen Sie, unter solchen Umständen das Erscheinen einfach durchzuziehen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir sind sehr befreundet. Dann muss diesen Titel einer Ihrer Kollegen übernehmen. Meine Herren, die Konferenz ist beendet. Guten Tag. Wissen Sie was, Mr. Hyde? Ihre Frau hatte recht. Sie stinken. Was nun? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Ein Spaziergang? Ich muss feststellen, wer uns schon den ganzen Nachmittag folgt. Wir werden verfolgt? Was heißt denn das? Sieh dich nicht um. Ist er noch da? Ja, geh nicht so schnell, sonst verlieren wir ihn. Was wäre daran so schlimm? Nun reg dich nicht auf. Wie sieht der Kerl aus? Ich habe keine Ahnung, ist doch egal. Ein bulliger Mann, der eine Narbe im Gesicht hat? So, nein, ein kleiner Junge. Kleine Junge lieben große Pistolen.
Sie stehen, wer sind Sie? Ich habe gefragt, wer Sie sind. Und warum folgen Sie uns? Schweigen ist Silber, hä? Vater, das ist hier nicht der passende Ort. Du hast recht, wir bringen ihn in deine Kanzlei und quetschen ihn da aus. In meine Kanzlei? Nur mal raus mit der Sprache. Wir tun Ihnen nichts. Sie haben anscheinend außer uns noch jemanden beobachtet. Restaurant betreten 12.15 Uhr. Wieder verlassen um 1 Uhr. Besorgt sich Illustrierte. Steigt ins Auto mit der Nummer 1 CLU 529. Was soll das? Paul Burns hat meinen Vater ruiniert. Erklären Sie uns das bitte. Sie sind sein Anwalt, nicht? Den Namen Roger Selkirk werden Sie erkennen. General Roger Selkirk. Natürlich. Er war einer der Generäle, die Paul in seinem Buch der Bestechung überführt hat. Das ist Ihr Vater? Dieses Buch hat ihn vernichtet. Können Sie sich vorstellen, was es für einen Offizier bedeutet, unehrenhaft entlassen zu werden nach 35 Dienstjahren? Moment, Mr. Selkirk. Ich kann Ihre Gefühle verstehen, aber Ihr Vater war schuldig. Sie kennen die Akten nicht. Als wir Ihrem Vater die erdrückenden Beweise vorgelegt haben, hat er die Klage zurückgezogen. So hat er es uns nicht erzählt. Und um sich zu rächen, sind Sie Burns gefolgt? Ja, das bin ich. Auch die anderen wären drangekommen, sobald ich den Kerl gehabt hätte. Der Lektor, der Verleger, die ganze Sippschaft. Und warum sind Sie uns gefolgt? Weil ich ihn gestern nach dem Restaurant aus den Augen verloren habe und glaubte, Sie würden mich zu ihm führen. Gestern? Ja, genau wie es da steht. Verließ das Restaurant, kaufte ein paar Illustrierte und stieg in ein rotes Auto. War er allein? Ja. Er war allein. Danke, Selkirk. Ich danke Ihnen sehr. Sie haben uns sehr geholfen. Kann ich jetzt gehen? Warten Sie. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Allison, bringen Sie mir bitte mal die Akte Selkirk rüber. Ja, sofort. Nehmen Sie die Chance wahr, sich zu informieren. Und zwar aus erster Hand. Die Zulassungsstelle verweist mich an Sie. Den habe ich aber noch nie gesehen. Laut Nummer gehört der Wagen aber Ihnen. Kann ich mal den Mietvertrag einsehen? Hören Sie, ich kann nicht jedem X-Beliebigen meine Unterlagen zeigen. Aber eine mit einer Marke vielleicht. Ach, wie schön, Polizei. Ist der Wagen in irgendein Verbrechen verwickelt? Ich weiß nicht. E.L. Sutton. Wie hat der Mann ausgesehen? Wie hat er ausgesehen? Lockiges, blondes Haar und piekfein angezogen. Hat er einen ganz teuren Aktenkoffer bei sich? Wie war der? Aus Kroko? Ja. C'è la luna, maggiumano, mamma mia, mamma dale, omo, 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 oh. Vater, hältst du es unter den gegenwärtigen Umständen für richtig, an Spaghetti essen zu geben? Wir wollen uns erstmal stärken. Nimm du den Salat so. Ja, ich hoffe, ihr habt Hunger. Zur Erinnerung an alte Zeiten. Waren wir nicht glücklich, hä? Wenn ihr sonntags bei Harry Pasta gespachtelt habt. Also, Kinder, greift zu. Und buon appetito. Schade ist nur, dass Paul nicht dabei ist. Ach, der kann schnell wieder auftauchen. Wissen Sie etwas? Bitte sagen Sie es uns. Ich möchte keine voreiligen Hoffnungen wecken. Sie müssen es uns sagen. Wir haben einen Zeugen. Du hast einen Zeugen? Wofür? Du meinst Selkirk? Ich meine jemanden, der gesehen hat, wie Paul gestern das Restaurant verließ. Ganz allein. Und sich Zeitschriften kaufte. Man denke, Illustrierte. Das hört sich nun wirklich nicht nach Entführung an. Vater! Nimm dir noch Salat, bitte. Nach den Tomaten musst du etwas graben. Die liegen unten. Paul ist danach in ein Auto gestiegen. Einen Mietwagen. Und abgefahren. Zum Glück für uns hat der Zeuge die Aufnahme. Nun machen Sie es nicht so spannend. Wo ist Paul denn und wo hält er sich auf? Ich dachte, das würdest du mir sagen.
Gemietet hast du den Wagen doch. Ja, schon, das tue ich immer, wenn Paul in der Stadt ist. Unter einem falschen Namen? Aha. Sie sind auch eingeweiht, Donna. Das dachte ich mir. Eingeweiht in was? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Das glaube ich aber doch. Sie waren doch dafür, die Polizei wegen der Verdachtsmomente einzuschalten. Der herabbaumelnde Telefonhörer, die zerbrochene Brille. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, und? Ich habe Ihnen nur was von dem Hörer gesagt. Aber nichts über die zerbrochene Brille. Wie konnten Sie das wissen, Donna? Dann will ich es Ihnen sagen. Weil Sie, Judd und Paul unter einer Decke stecken. Wie bringt man ein Buch in die Schlagzeilen? Indem man den Autor kurz mal verschwinden lässt. Und das habt ihr ja auch geschafft. Ein Publicity-Trick? War das alles nur vorgetäuscht? Es war Pauls Idee. Donna. Wozu noch lügen, Judd? Es ist zwecklos. Paul wollte, er wollte etwas Spektakuläres versuchen. Als Reklame für das neue Buch. Einen richtigen Knüller. Er hat uns überredet, mitzumachen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Deine Tränen, deine Verzweiflung waren gespielt? Dazu warst du fähig? Verzeih, Cindy, ich hielt es zuerst nur für eine Art dumme Jungenstreich, ehrlich. Es war uns nicht klar, dass wir etwas Unrechtes gemacht haben. Das müsst ihr uns glauben. Wo ist Paul jetzt, Judd? In einer Mietwohnung im Hafenviertel. Oh lala, das sieht aber gar nicht gut aus. Was ist denn da los, Vater? Was geht hier vor? Wir haben Paul Burns gefunden, Harry. Er wurde ermordet. Nein! Oh. Wonach sieht's aus? Nach einer Gangsterhinrichtung. Ich nehme an, eine kleine Warnung von Martone und Konsorten. Das Buch wird trotzdem erscheinen. Ja, es könnte aber den Nächsten abschrecken. Das läuft bei denen nun mal so. Das kennen Sie doch auch. Steht da Tropfen. Ja. Rufen Sie mich an? Natürlich. Jackson, kommen Sie mal. Na, mein Sohn, es geht schon. Die arme Donna, wie schrecklich für Sie. Paul wird mehr Publicity bekommen, als er haben wollte. Zu dumm. Wäre ich doch nur im Restaurant bei ihm geblieben. Aber du hast doch wirklich alles getan. Er hat gespielt und hat verloren. Armer Paul. Was sollen die mir büßen, Harrison? Vater, willst du Krieg mit der Mafia führen? Meinst du, ich sehe mir da seelenruhig mit an? Ja, denn du hast immer gesagt, mit dem organisierten Verbrechen willst du dich nicht anlegen. Das sei Aufgabe der Polizei. Ja, ja, ich weiß, aber... Aber gar nichts. Denkst du, ich hätte Lust, mit anzusehen, wie dir auch noch was passiert? Einen Freund habe ich schon verloren. Ich will nicht noch den Vater verlieren. Such deinen entflohenen Häftling weiter. Okay. Okay. Ein Albtraum. Ich kann es nicht fassen, dass er tot ist. Ja, ich auch nicht. Ich sehe immer noch, wie wir da sitzen und uns ausmalen, was wohl in 20 Jahren ist. Paul wollte sein Leben lang berühmt werden. Das wusste jeder. Und jeder hat gewusst, dass er alles dafür tun würde. Und wir alle haben ihn trotzdem gern gemocht. Ja, ich weiß. Wenn er uns nur nicht so benutzt hätte.
Irgendwie fühle ich mich durch ihn betrogen. Und nun können wir ihn dafür nicht mal mehr beschimpfen. Nein. Der große grüne Wagen, auf den wir gestern noch getrunken haben, ist weit weggerückt. Lichtjahre. Vermisst du die alten Zeiten? Nein, keine Sekunde. Sicher darum nicht, weil ich heute etwas viel Besseres besitze. Also jetzt langt es mir. Du warst lange genug bei der Dame. Du Wüstling, du. Mal sehen, wer mich reinlässt. Ida Louise Fletcher. Scheint mein Typ zu sein. Ja? Ich bin's, Ida. Harry Fox. Harry wer? Ida! Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Du hast dich, solange wir uns kennen, kein bisschen verändert. Woher sollen wir uns kennen? Realschule. Ich war nie auf der Realschule. Ach, Rainer, du weißt doch. Ich komme mal hoch und drück dich mal tüchtig, hä? Was? Was sagten Sie, wie Sie heißen? Harry! Ich kannte jemanden, der hieß Larry. Das bin ich, Larry. Larry, du alter Schürzenjäger, bist du es wirklich? Ja. Ach, was willst du denn hier? Dich besuchen, Ida. Warte einen Moment, ich sehe ja furchtbar aus, mein Haar. Oh Mann, so schwer hatte ich es mir nicht vorgestellt. Tag, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Sie gehen mit uns mit. Aber nicht jetzt, ich bin mit der Dame verabredet, die gleich... Ihre Verabredung kann warten. Ja, es scheint so. Gehen wir. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Was wollen Sie von mir? Ja, deswegen brauchen Sie mich nicht zu schubsen. Oh nein! Ausgerechnet jetzt. Ich muss den Herrn da drüben sprechen. Sie ein. Ich warte schon seit einer Woche auf ihn. Bitte. Ich bin in der Blitz zurück. Bitte. Seid nicht so hektisch, Leute. Dies ist ein wundervolles Auto. Darf man fragen, wem der Wagen gehört? Kleine Hütte. Wer bewohnt sie? Oder ist das auch ein Geheimnis? Phil Martone. Ach, wenn sie doch geschwiegen hätten. Vater! Harrison! Mich haben sie auf dem Weg zum Büro erwischt. Was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Was ist denn dieser Martone eigentlich? Der berüchtigste Bandenchef der ganzen Westküste. Ist ja reizend. Guten Morgen, meine Herren. Ich bin Phil Martone. Nett, dass Sie vorbeigekommen sind. Sie waren gerade in der Nähe und da dachten Vater. Wir... Die Polizei, Mr. Fox, ermittelt gegen mich in Sachen Paul Burns. Ich möchte, dass diese Ermittlungen aufhören. Sie sind sein Anwalt. Sorgen Sie dafür. Die Polizei geht nur ihrer Arbeit nach, Mr. Martone. Das ist mir bekannt, aber auf mich kommen schwierige rechtliche Auseinandersetzungen zu. Ich muss vor einen Untersuchungsausschuss, Sie werden davon gehört haben. Ich kann nicht noch mehr Ärger gebrauchen, als ich schon habe. Besonders nicht, wenn mich eine Sache gar nichts angeht.
Sie haben nichts mit Paul Burns Tod zu tun? Nicht das Mindeste. Was Mr. Burns betrifft, habe ich ein reines Gewissen. Missfällt Ihnen Burns Buch nicht? Soweit wir wissen, ist es für Sie ziemlich peinlich. Peinlich? Es ist amüsant. Ich werde es zu Weihnachten reihenweise verschenken. Haben Sie schon gelesen? Das Buch ist doch noch gar nicht erschienen. Ich wäre ewig in Ihrer Schuld, wenn Sie mein Anliegen bei der Polizei vertreten würden. Sie neigt dazu, mir zu misstrauen. Mama, ein großes schwarzes Auto! Auf die Erklärung bin ich sehr gespannt. Wenn's nicht die Mafia war, wer ist dann der Mörder? Jemand, der brutal und clever genug ist, um eine Abrechnung nach Gangsterart vorzutäuschen und von dem wahren Motiv abzulenken. An Feinden hat es Paul durch seine Bücher sicher nicht gefehlt. Nein, aber wichtig ist, dieser Feind hat gewusst, wo er steckt. Davon wussten doch nur Judd und Donna oder noch jemand. Moment mal! Mir fällt der junge Selkirk ein. Wir haben alles, was er sagte, geglaubt. Er könnte aber Paul auch vom Restaurant aus nachgefahren sein. Du sagst doch, du hast ihn überzeugt. Ja, aber weiß man, was in einem zornigen jungen Mann vorgeht? Und was er hinterher noch alles angestellt hat? Harrison? Da ist möglicherweise was dran. Uns allen liegt der Erfolg Paul Burns am Herzen. Und es ist selbstverständlich, dass dieser Titel auf das Sorgfältigste betreut wird. Von der Typografie bis zur Werbung. Kosten fallen nicht ins Gewicht. Einzig und allein die Zeit ist knapp. In diesem Punkt ist halt unbeugsam. Das Buch muss innerhalb von 10 Tagen im Laden stehen. Noch Fragen? Also dann, an die Arbeit. Ich weiß, wer Paul Burns erschossen hat. Wer sind Sie? Ich habe ihn getäuscht, diesen dusseligen Schnüffler Fox. Er dachte, ich wüsste nicht, wo Burns ist, aber ich wusste es doch. Ich bin ihm gefolgt. Aber Sie, Mister, waren noch vor mir bei Paul Burns, nicht wahr? Und ich hab gesehen, wie Sie zu ihm reingegangen sind und ihn erschossen haben. Verschwinden Sie, ja? Bevor ich die Polizei rufe. Nur zu. Keine Sorge, Mr. Downing. Wir kommen sicher zu einer uns beide befriedigenden Lösung. Mir schwebt $1 Million jetzt vor. Sie sind nicht bei Verstand. Und 1 Million, wenn ich die Fotos abliefere. Sie haben Fotos? Ja. Sie hatten recht. Er hat Burns umgebracht. Er sagt, nach 48 Stunden gibt er mir Bescheid. Er glaubt Ihnen also die Story? Wort für Wort. Als ich die Fotos erwähnte, schwitzte er Blut und Wasser. Gut gemacht, Brian. Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar. Ach, wissen Sie, ich... Nein, ich hab's nicht für Sie getan. Ich glaube vielmehr, dass ich etwas wiedergutmachen wollte. Vielen Dank. Tja. Nun heißt es also nur noch die Polizei anrufen und Judd verhaften lassen. Das hat Zeit. Irgendwas stört mich dabei. Irgendwas stimmt bei der Sache nicht. Rufen Sie mal da. Wir haben ihn aufgescheucht. Mal sehen, wo er hinfährt. Thank you.
kann es einfach nicht glauben, Vater. Zähl zusammen, was er so geäußert hat. Pauls Villa in Taro, der Aston Martin. Dass er jedes Mal der Retter von Pauls Büchern war. Gut, aber Judd hat immer schon in Pauls Schatten gestanden. Er war wohl neidisch, aber deswegen erschießt er ihn doch nicht. Und daran bin ich irritiert. Ich habe so eine Ahnung, dass es noch ein anderes Motiv gibt. Was will er denn da? Das werden wir gleich sehen. Das ist das Motiv. Nach Pauls Tod kriegt Donna alles. Und Judd kriegt Donna. Nun passt es. Alte Liebe rostet nicht. Ja. Komm. Aber reg dich doch nicht auf. Was sind 2 Millionen? So viel bringt das Buch schon im ersten Monat. Aber wenn der Junge redet... Mach dir keine Sorgen. Ein guter Ratschlag. Ihr braucht euch beide für lange Zeit keine Sorgen mehr zu machen. Das wollen wir erst mal sehen. Nein, Vater. Nicht Harrison! Was willst du tun? Uns auch erschießen? Jawohl, wenn's nicht anders geht. Du hast Paul zu allem angestiftet. Den Publicity-Trick und so weiter. Was ist nur passiert mit euch? Ist euer beider Leben so miserabel, dass ihr einen Menschen ermorden müsst? Du weißt nicht, was es heißt, dein Leben mit Paul. Er war ein Kind. Wir finden, dass uns mehr zusteht, als wir bekommen haben. Das ist alles. Wir sind erwachsen geworden. Ein Dreck bist du! Das wirst du gleich sehen, du Mörder! Anscheinend gibt's Menschen, die werden nie erwachsen. Nun sag schon, was du auf dem Herzen hast. Gar nichts. Ich will mit dir zum Essen fahren. Ach, ehrlich? Ich schätze, die Sache hat noch irgendeinen Haken. Ach, woher denn? Ich dachte mir, nach allem, was mit deinen Freunden passiert ist, reden wir in Ruhe. Ganz unter uns. Nett von dir, Vater. Ich kann etwas Ruhe vertragen. Da ist der Typ! Welcher Typ? Stoddard!